So ihr Lieben, hier sitze ich jetzt mit meiner Laterne. Das ist jetzt kein weltbewegendes Video, ne? Das ist einfach nur eine Idee, eine Christrose in so ein Windlicht zu stellen. Etwas beleuchtet mit einer ganz feinen Lichterkette. Natürlich ist es eigentlich eine Kübelpflanze oder in den Garten, aber man kann auch Christrosen durchaus auf dem Balkon oder auf dem Fensterbrett aufbewahren. Man muss ja aufpassen, wenn man sie anfasst, weil giftig, ne? Also dass euch da nicht irgendwie danach ins Gesicht fasst. Und die soll ja nicht zu kalt, der soll es nicht zu kalt gehen, die soll nicht zu warm stehen. Ich habe die Blumenhändlerin extra gefragt, sie meinte, das kann man machen in so Windlicht rein und etwas anstrahlen. Und das ist jetzt mein 2 Minuten oder 3 Minuten. Einfach so ein Teil in, also nee, ein Weihnachtsstern geht nicht, weil der ist ja so empfindlich, also ein Windhauch und der klappt euch ab, ne? Aber die Christrose ist ziemlich robust und ich finde, das sieht sehr schön aus in so einem Windlicht. Und das stelle ich nachher auf den Balkon und da zeige ich auch nochmal gleich ein Bild, wie das dann im Dunkeln aussieht.